Willkommen von der Computex 2017. Wir sind auf dem MSI-Stand und ich kann euch zwar nicht sehen, aber ich sehe hier eine Achterbahn und ich glaube, ich muss meine Augen gleich schließen, sonst kann ich nicht gleichzeitig moderieren. Wir haben einen Termin mit dem Dirk Neuneier von MSI und ich hoffe, wir sehen ganz, ganz viele verschiedene Mainboards von AMD, von Intel und vielleicht auch ein paar Notebooks und vieles mehr. Ja, Dirk, danke für den Termin hier auf der Computex. Bei euch gibt es natürlich wieder viel zu sehen. Gerade jetzt Computex ist sozusagen die Zeit, wo die Plattformen vorgestellt werden. Und da haben uns ja sozusagen, gerade Intel hat uns da nicht mit Überraschung sozusagen verschont. Und ihr habt natürlich auch Boards ready sozusagen schon für X299. Genau. Wurden ja gestern vorgestellt von Intel, die X299-Plattform mit den neuen Prozessoren. Ja. Und wir haben ja eine ganze Reihe neuer Boards jetzt vorgestellt, die natürlich alle auch kompatibel sind für die komplette Bandbreite der neuen Core i9, Core i7 und Core i5 CPUs, also sowohl Skylake X als auch Pebble Lake X. Ja. Beide Varianten sind hier natürlich voll einsetzbar mit Quad-Channel DDR4 als auch Dual-Channel DDR4 Technologie, also voll kompatibel zu der kompletten Bandbreite. Und das fängt bei uns an bei den High-End-Boards X209 X-Power Gaming AC und das X209 Gaming 7 ACK. AC bzw. ACK steht dann im Prinzip für die Unterstützung von Wi-Fi und Bluetooth 4.2. Und in diesem Falle auch für KillerLAN, neueste KillerLAN-Technologie mit hoher Bandbreite und auch Bandbreitenpriorisierung, das hier mit integriert ist. Man sieht also hier unterschiedliche Designs natürlich, das X-Power, wie das bei MSI üblich ist, im schönen Silber. Und man sieht ja auch schon eine erste Innovation bei uns, der M.2 Shield Frozer. Man hat also hier so eine Klappe, da ist ein Thermal Pad drunter. Bei dem M7 ist es sogar so gelöst, dass direkt gleich zwei M.2 SSDs hier gekühlt werden. Laufen natürlich über PCI Express. Ja. Sind also direkt angebunden. Das heißt, man hat eine hohe Bandbreite. Man kann das auch im RAID 0 betreiben und hat dann entsprechend kurze Ladezeiten beim Spielen zum Beispiel oder schnelle Bootzeiten. Und das ist der sogenannte M.2 Frozer, den wir jetzt auch als Patent angemeldet haben, der hier mit integriert ist. Das sind die High-End-Boards. Des Weiteren, da können wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, das X209 Gaming Pro Carbon AC, auch wieder mit Wi-Fi und Bluetooth integriert und auch mit mehreren M.2-Schnittstellen. Das ganze Lineup hat also verschiedene Features, die hier mit integriert sind, wie zum Beispiel Audio Boost für einen hochwertigen Sound, der hier natürlich gewährleistet ist. Man sieht überall hier diese silbernen Slots. Das sind die Steel Armor verstärkten PCI Express Slots. Dasselbe findet man auch hier an den DDR4 Schnittstellen oder auch hier beim U.2 Anschluss für eine externe SSD, die über PCI Express und NVMe läuft. Des Weiteren gibt es jetzt hier von der Pro-Serie das X299 SLI Plus, weiter aufgewertet. Man sieht also, die ganzen Boards verfügen ja über RGB-LED. Das heißt, über 16 Millionen Farben, verschiedene Profile, die ich anwählen kann über die Gaming-App. Recht flexibel, kann ich natürlich auch deaktivieren, wenn ich ein schönes schwarzes System haben will, ohne LED-Schnickschnack. Kann ich natürlich auch machen. Ja? Mag nicht jeder. Beim SLI Plus ist das jetzt auch mit integriert, das ist jetzt ganz neu, hat man bei der Pro-Serie bisher nicht. Also gerade bei denen, die ein zuverlässiges Qualitätsboard möchten, ohne viel Gaming-Schnickschnack, sind hier gut bedient, ist auch etwas günstiger natürlich. Und genau dazwischen liegt jetzt das X299 Tomahawk, auch hier findet man den SSD-Frozer mit integriert. Schönes Gaming-Board, günstiger als die anderen Gaming-Boards, aber trotzdem mit vielen Gaming-Features. Ja, sehr gut. Das wäre so der Überblick. Was man hier unten noch sieht, 3DX-Mounting, das ist eine ganz neue Geschichte, dass wir den Boards jetzt hier auch ein Schraubenset dabei legen und es gibt über einen QR-Code aufrufbar verschiedene Profile, über die ich dann unterschiedliche Zubehörteile, wie zum Beispiel einen Grafikkartenhalter oder einen Lüfterhalter zum Beispiel, hier mit auf dem Board
einbauen kann, indem ich das erstmal über einen 3D-Drucker ausdrucke und das nachher selbst integriere. Das heißt, ich habe so ein bisschen die Möglichkeit, mein System zu individualisieren. Natürlich eine coole Geschichte für Case Modder. Genau. Das kann man natürlich weiter ausspinnen und weiter verfeinern. Sehr gut. Ne? Ja. Genau. Genau. Das Board, was du in der Hand hast, ist genau, das kann man vielleicht noch ein bisschen genauer zeigen. Das sehen wir auch schon im Hintergrund nochmal. Hier haben wir es nochmal. Genau, das ist das X299 Gaming Pro Carbon AT. Mhm. Und man sieht also hier auch dieses Carbon-Design von den verschiedenen Lüftern, die wir hier mit Kühlern, die wir hier mit drin haben, also der Chipset-Kühler zum Beispiel oder der PWM-Kühler oder auch die Abdeckung vom IO-Shield zum Beispiel oder von der AudioBoost-Komponente. Das Ganze ist austauschbar, kann man also hier abnehmen und dann durch die beiliegenden goldenen oder auch silbernen Elemente ersetzen. Also je nachdem, was ich für ein Systemdesign habe, kann ich es halt individuell einstellen und verändern. Das ist halt eine neue Geschichte, die wir jetzt hier mit integriert haben. Liegt auch alles mit dabei. Was das Board auch noch mit hat, das sieht man hier, ist ein ganz kleiner Chip, VR Boost. Mhm. Das heißt, ich habe über den USB 3.1 Anschluss die Möglichkeit, eben also besonders lange USB-Kabel anzuschließen, für meine VR-Brille zum Beispiel, von der HTC Vive. Und normalerweise hat man da immer die Gefahr, dass ein bisschen Signalverluste oder schlechte Qualität transferiert wird. Und das schließe ich damit aus. Das ist also einmalig, gibt es nur bei MSI. Natürlich eine sehr hochwertige Audiokomponente, das sieht man auch hier, die auch komplett abgeschirmt ist von dem restlichen Circuit, sodass ich also wirklich einen ganz klaren, sauberen Sound habe. Gerade für Gamer besonders wichtig. Ja? Genau. Sowohl für den Kopfhörer als auch für ein Lautsprechersystem besonders interessant. Wichtig auch bei diesem Midrange-Board ist auch, dass es alle Features von den High-End-Boards auch mit hat. Angefangen von Steel Armor, es hat eine UDON-Zuschnittstelle, es hat gleich zwei M.2-Zuschnittstellen, die ich natürlich auch im RAID betreiben kann. Und last but not least habe ich natürlich auch hier auch die Möglichkeit zu übertakten, also Game Boost zu nutzen über einen ganz einfachen Regler hier. Kann ich natürlich auch über das BIOS machen. Das BIOS ist dann natürlich etwas flexibler, da kann ich dann viel feiner einstellen noch. Aber ich habe hier halt also wirklich auch die Möglichkeit, das alles über das Board zu machen, auch über eine LN2-Kühlung da ein gewisses System aufzusetzen und da über Taktung zu machen. Ja, das geht also schon in diesem Bereich. Ja. Ja, ich weiß, dass der Marcel immer ein großer Fan von den Pro-Carbon-Boards ist. Also der mag ja diese schlichte Optik auch ganz gerne mit Schwarz und Silber und so weiter. Ja. Deshalb würde ich sagen, ich nehme es dir gleich schon mal ab. Genau, kannst du gleich mitnehmen und den Test. In den Testraum werfen. Genau, richtig. Ihr habt noch weitere Sachen, zum Beispiel die neue Lightning. Ja, ja, dann schauen ganz spannendes Produkt. Genau. Da haben wir schon das gute Stück. Die Lightning hat ja bei euch Tradition. Das ist ja schon jetzt so 7, 8 Jahre, dass er... Es gibt schon eine ganze Zeit lang. Die meisten kennen es halt so im Schwarz-Gelb-Design. Genau, ja. Und aus Harvey Bot zum Beispiel oder anderen Foren, wo es dann wirklich um Overclocking geht und da Rekorde gefahren werden. Richtig, ne? Da ist sie halt sehr weit verbreitet. Genau. Ja, und das ist sozusagen eine Lightning, aber auch für Mainstream. Also du kannst die auch nutzen, wenn du nicht High-End-Overclocker bist, flüssige ganz Stickstoff genau. Also so wir haben ein paar Veränderungen gemacht jetzt. Mhm. Das ist übrigens eine GTX 1080 Ti Lightning. Mhm. Wir nehmen ja immer das High-End-Modell der GPUs, also das, was jetzt gerade geht auf dem Markt. Daraus bauen wir dann eine Lightning und versuchen eben das Möglichste rauszuholen aus der Grafikkarte und aus der GPU sowie des Speichers. Und wenn man sich jetzt hier das Design anguckt, ist es jetzt ganz anders gehalten. Das ist jetzt hier silber-schwarzes Design. Wir haben sogar die Möglichkeit, und da liegen Sets dabei, man kann also diese Applikationen hier auch in Schwarz aufkleben und in Rot. Da gibt es also verschiedene Beilagen. Das liegt also mitten in der Verpackung, sodass man also hier die Designelemente ein bisschen anpassen kann. Also man kann es auch ganz schwarz machen zum Beispiel. Passen uns also dem Trend in unseren eigenen Produkten auch an. Genau. Ja? Ja. Weil wir keine schwarz-gelben Produkte mehr haben. Genau. Was hier natürlich auch auffällt, ist, dass wir drei Lüfter verbaut haben. Das ist die sogenannte Tree-Frozer-Technologie. Bei den Gaming-Karten haben wir ja Twin-Frozer, hier sind jetzt die Tree-Frozer. Das ist die gleiche Torx-Fan 2-Technologie, das heißt weiterentwickelte Fans, die besonders leise auch laufen. Das Ganze wird dann auch so sein, dass die Effizienz weiter gesteigert wurde, auch in Zusammenarbeit natürlich mit dem massiven Kühler hier, wenn man sich hier den Heatsink mal anguckt. Ja, krasse Nummer. Insgesamt 8 Heatpipes sind jetzt hier verbaut und es sind also 6 Heatpipes, die in dem Kühler verbaut sind. Eine spezielle Heatpipe für den MOSFET
Und eine weitere Heatpipe, die läuft sogar hier hinten am PCB entlang, direkt unter dem der Heatplate, okay, die hinten an der Grafikkarte angebracht ist. Mhm. Und dadurch ist eben eine besonders gute Abwärmeableitung gewährleistet. Ja. Ja. Und das sorgt dafür, dass also wirklich auch unter Load, und die Grafikkarte ist natürlich massiv übertaktet, sowohl was den Speicher als auch die GPU betrifft. Ja. Und auch wenn ich in diesem übertakteten Zustand kann ich hier ein besonders leises Gaming-System aufbauen. Das heißt, nicht nur für Übertakter, sondern auch echt für Gamer super geeignet. Ja. Kann natürlich noch mehr rausholen. Ne? Also man sieht hier drei 8-Pin-Anschlüsse. Genau, da sollte man noch ein bisschen mehr machen können. Da kann man noch ein bisschen was machen. Genau. Ich kann sogar auch das Power-Limit hier ausschalten, mhm, über einen speziellen Schalter. Mhm. Das ist natürlich nur sinnvoll, wenn ich jetzt LN2-Kühlung zum Beispiel nutze. Genau. Ne? Ja. Weil auch dieser Lüfter hat irgendwo sein Ende. Das heißt, wenn ich professionelles Overclocking mache, bin ich irgendwann bei LN2, bei einer besonderen speziellen, genau, Kühlung. Ja. Und dann kann ich noch einen Schritt weitergehen. Sehr coole Sache. Dann würde ich sagen, die meisten unserer Leser wird natürlich noch interessieren, wann kann ich es kaufen? Wird Ende Juni werden. Ja. Zum Preis kann ich leider noch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass sie so ja, mit Sicherheit die günstigste, die wir jetzt im Programm haben. Ne? Ja. Ich gehe mal davon aus, 100, 150 Euro mehr, ja, als eine, ja, Gaming. Ja. Also es wird schon ein Stück, genau, mehr sein. Ja. Man muss natürlich auch bedenken, das sind selektierte GPUs auch, die wir hier einsetzen. Genau. Ist limitierter als eine Gaming-Grafikkarte. Also ein, ja, Besitzer kann glücklich sein, wenn er sie hat. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und wir gehen auch davon aus, dass es wieder diverse Sammler geben wird, die das gute Stück sich dann auf jeden Fall zulegen werden. Ich nehme an, es wird einige Liebhaber in unserem Forum finden, die ich denke, ihr eigen. Gerade das Hardwelix-Forum, genau, ist da natürlich so prädestiniert für. Genau. Ganz genau. Ja, klasse. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir von den Komponenten rüber zu Notebooks. Genau. Genau. Machen wir. Ja, ich habe gestern auf der Pressekonferenz auch ein neues Gaming-Notebook vorgestellt. Und das wollen wir uns jetzt mal. Ganz genau. Das GT ist jetzt 75 VR Titan. Genau. Das ist jetzt das neueste Flaggschiff der 17-Zoll-Reihe. Mhm. Unsere High-End-Gaming-Notebooks. Hat jede Menge neue Features, neues Design, komplett neues Chassis haben wir dem Ganzen verliehen. Vielleicht gucken wir uns das erstmal von außen an. Hier sieht man also im Prinzip jetzt hier schön diese Applikation auf der Rückseite mit Beleuchtung. Und man hat also hier jetzt auf der Frontseite auch ein spezielles Design jetzt, quasi sogenannte Handrest. Das ist also hier diese Handballenablage, die ein bisschen erhöht ist. Also gerade für Spieler, WASD oder auch hier über die Tasten, die ich mir hier jetzt zuweisen kann, habe ich dann im Prinzip ein besseres Gefühl, wenn ich also ohne externe Tastatur arbeite. Das sind so die Äußerlichkeiten. Des Weiteren, man sieht ja auch an der Tastatur, das ist also eine mechanische Tastatur, diese sogenannte Rapid Mechanical Keyboard Lösung, wo man auch hier jetzt die Tasten auch abnehmen kann, austauschen kann. Also eine echte RGB-Lösung auch. Das Besondere an der Tastatur ist auch, dass ich jeder einzelnen Taste eine Farbe oder einen Effekt zuweisen kann. Mhm. Ist also einzeln zuweisbar. Ich kann also hier im Prinzip komplett durchlaufende Farben machen. Oder natürlich eine Farbe geht auch oder ausschalten geht auch. Mhm. Ich habe also da unglaublich viele Möglichkeiten, um das Ganze dann auch einzustellen. Über die entsprechende Gaming-App, die ich dabei habe. Hier nebendran wird übrigens gerade euer Notebook kaputt gemacht. Und, oh ja, nicht so schön. Nicht so schön, na gut. Ja. Aber ich glaube, Sie kriegen es wieder hin. Ich hoffe mal. Ja. Ist robust, ist ein GT83 genau, VR. Ja. Hat übrigens unseren Award gewonnen. Ich kann das ja mal kurz nach vorne holen. Ja, ja. Genau. Herzlichen das Glückwunsch. Das ist euer Gewinner. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch dafür. High-End Gaming Notebook, danke Sie genau. Nochmal. Ja. Und jetzt ist es auch schon kaputt. Nein, ist es so, nicht. So schnell geht's. Ich denke, es wird es überlebt haben. Genau. Ja, sind direkt weggegangen. Ja. Wir waren es nicht. Ja. Wichtig hier ist natürlich auch die Kühlung. Das Ganze gibt es ja mit GTX 1070 im SLI oder auch GTX 1080 Technologie. Wir wissen ja alle, heutzutage ist das Desktop-Leistung. Es gibt genau. also keine Unterschiede mehr zwischen Mobile- und Desktop-Lösung. Ja. Das sind also die gleichen Leistungswerte, die wir hier finden im Notebook-Bereich. Das muss natürlich gut gekühlt werden. Unsere Lösung heißt Cooler Boost Titan. Also ein ganz ausgeklügeltes System mit mehreren Lüftern und jede Menge Heatpipes, die das Ganze besonders effizient kühlen, separat für GPU und CPU, dass ich also wirklich auch gewährleisten kann, dass die Abwärme, die gerade im hohen Gameload dann natürlich vorhanden ist, auch nach draußen geführt werden kann. Ja.
Besondere ist, das sieht man also hier, 120 Hertz Monitor, ganz viele der neuen MSI-Produkte, auch aus der GE-Serie und GS-Serie, kommen jetzt mit 120 Hertz Monitor, mit 5 SMS Response Time, sodass ich also hier also wirklich auch gerade für Shooter zum Beispiel perfekte Plattform habe. Ja. Natürlich habe ich hier auch die Möglichkeit, externe Monitore anzuschließen. Mehrere 4K-Monitore werden hier unterstützt. Über die Anschlüsse, die ich dabei habe, Thunderbolt, DisplayPort, HDMI, alles mit voll integriert. Des Weiteren haben wir noch natürlich weitere Features, wie zum Beispiel Multi-Gig Killer LAN. Hier habe ich also die Möglichkeit, über eine 10-Gig-Anbindung einfach eine höhere LAN-Transferleistung auch zu haben. Und das ist natürlich wichtig, um ein bisschen mehr Ressourcen, ein bisschen mehr Backup zu haben, eben im Netzwerk. Und da auf Nummer sicher zu gehen und da wirklich immer einen schönen Datenverkehr bereitstellen zu können. Ja. Super. Ja. Ja, also alles in allem, genau. Starke Kiste. Schicke Sache, werden wir sicherlich auch im Test dann haben in ein paar Wochen, wenn die Samples dann verfügbar sind. Genau. Und dann darf sich der Andi darum kümmern, das mal richtig durchzuquälen. Sozusagen. Genau, darf man gespannt sein. Richtig, ja. Danke für die Vorstellung. Ihr habt noch so viel mehr hier, aber alles war ein kleiner Ausschnitt. Es ist auch voll hier bei euch, also ihr habt großes Interesse auf dem Stand. Demnach, ich wünsche dir eine schöne Messe. Ja, wünsche euch auch. Bald wieder. Viel Erfolg noch. Genau. Ja, bis demnächst. Ne? Ciao. Ciao.